Herzlich willkommen, meine lieben Studierenden. Wir sind jetzt in der dritten Woche des Kurses. Wir haben jetzt schon erstaunliche Dinge gehört. Wir haben so ein bisschen die grundlegende Sprache von Wissenschaft gelernt. Wir haben uns so ein bisschen angeschaut, okay, das ist ein ziemlich komplizierter Prozess. Was passiert darin? Wie führen wir das durch? Und jetzt schauen wir uns ein bisschen diesen Methodenteil an, der so ein bisschen angeschnitten wurde. Wir haben in den ersten beiden Wochen schon mal so ein bisschen Ausblicke bekommen, was man theoretisch machen kann. Und jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen systematischer an. Wissenschaft ist ja eine ziemlich große, komplexe Sache mit vielen verschiedenen Disziplinen, die viele verschiedene Dinge untersucht. Wir möchten die Welt erklären, wir möchten Ausschnitte von der Welt erklären und verstehen und irgendwie beschreiben. Und das ist nicht so einfach, das haben wir schon gesehen. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Grundsätzlich haben wir zwei grobe Richtungen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir mathematische Modellierungen machen. Das ist ein sehr theoretischer Ansatz. Das ist das, was so Naturwissenschaften wie die Biologie tun, wie die Mathematik. Und dann gibt es aber auch eine andere Herangehensweise. Das ist das, was wir jetzt gesehen haben. Das war zum Beispiel das Beispiel mit den Ratten. Das ist jetzt eine empirische Forschung. Das sind jetzt zwei legitime Weisen, an Wissenschaft heranzugehen. Die werden von verschiedenen Disziplinen verwendet. Die werden für verschiedene Dinge verwendet. Gut, gibt es jetzt nur die beiden? Könnte man so sehen, aber die Sache ist natürlich komplizierter. Die empirische Forschung ist ein riesiges Feld. Das heißt, wir werden das mal noch ein bisschen weiter unterscheiden, damit wir einfach sehen, okay, was gibt es da noch so? Da haben wir zum einen die qualitative Forschung. Die qualitative Forschung ist jetzt nicht, was wir denken, die hat eine gute Qualität. Wir hoffen, dass jede Forschung gute Qualität hat, sondern die qualitative Forschung ist jetzt sehr fokussiert auf Einzelfälle, auf genaues Beobachten, auf Phänomene, möglichst genau zu erfassen, möglichst viele Informationen zu einem konkreten Bereich zu sammeln und auf den Kern zu reduzieren. Demgegenüber steht jetzt die quantitative Forschung. Quantitative Forschung hat in der Regel eine gute Qualität, wenn wir sie ordentlich durchführen. Da gibt es verschiedene Gütekriterien für, das werden wir uns nächste Woche genauer anschauen. Und genauso wie die qualitative Forschung hat die quantitative Forschung ganz viele verschiedene Methoden und Möglichkeiten, durchgeführt zu werden. Hier schauen wir uns aber andere Sachverhalte an. Das heißt, wir schauen uns mit der quantitativen Forschung große Datenmengen an. Wir benutzen die quantitative Forschung dazu, dass wir sagen, wir möchten allgemeingültige Aussagen treffen, wir möchten Gesetzmäßigkeiten finden, wir möchten große Dinge beschreiben. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Ansätze. Jeder dieser Ansätze hat eine Vielzahl an Methoden, die wir verwenden können. Das heißt, die qualitative Forschung hat jetzt beispielsweise Beobachtungen. Da werden Fallbeispiele gemacht, da werden genaue Beschreibungen durchgeführt, da werden Interviews durchgeführt, die dann analysiert werden. Quantitativ schauen wir uns eher Massen an. Das heißt, wir machen zum Beispiel Experimente, wir führen Fragebogenstudien durch, wir machen Meta-Analysen. Das heißt, wir arbeiten total verschiedene Dinge. So. Jetzt kann es aber passieren, dass wir sagen, ich habe hier einen Bereich und ich möchte in diesem Bereich möglichst viel Wissen sammeln. Wie mache ich das jetzt? Muss ich mich entscheiden, ob ich nur qualitativ oder quantitativ arbeite? Wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, merke ich ganz, ganz schnell, aber eigentlich ist es sinnvoll, wenn ich diese Methode verwende. Und eigentlich ist es aber dann sinnvoll, wenn ich dieses Wissen verwende und mit dieser Methode nochmal genauer untersuche. Und wenn ich jetzt das gemacht habe, dann kann ich auch diese Methode total sinnvoll noch verwenden, um dieses Wissen weiter auszubauen. Und danach kann ich wieder hierher gehen und kann sagen, aber das ist jetzt auch eine total hilfreiche Methode. Was mache ich jetzt? Ganz einfach als Wissenschaftler, ich mache das dann einfach, ich benutze beides. Das ist dann der Ansatz der gemischten Methoden, wo ich qualitative und quantitative Methoden verwende, um meine Forschungsfragen zu bearbeiten, um meinen Wissensstand, um diesen ganzen Bereich weiterzuentwickeln, wo ich sage, wenn ich mal einsteige in einen Bereich, wo es noch nicht gibt, dann ist es total nützlich, qualitativ zu arbeiten, dann habe ich grundlegendes Wissen gesammelt. Mit diesem Wissen kann ich jetzt
große Daten, große Mengen an Daten produzieren. Mit diesen Daten kann ich vielleicht wieder mehr Details in anderen Bereichen herausfinden und so weiter. Das heißt, gemischte Methoden sind ein total sinnvoller Ansatz, um möglichst viel Information zu sammeln. Und das bedeutet, dass ich als Wissenschaftler nicht einfach nur sagen kann, ich mache nur das eine oder nur das andere, ich bewege mich nur in bestimmten Bereichen, sondern dass wir sehr viele Methoden anwenden, dass wir eine sehr, sehr breite Anzahl an Methoden immer wieder verwenden und schauen müssen für meine konkrete Fragestellung, was ist jetzt aktuell sinnvoll, was wende ich an. Ein Überblick, was es jetzt für konkrete Methoden gibt und so praktische Beispiele, sehen Sie im unteren Bereich verlinkt. Da können Sie sich das alles in der Praxis anschauen. Es gibt dann auch eine kleine praktische Übung für Sie, wo Sie selbst mal testen können, für welche Fragestellung würde sich jetzt was anbieten zu tun. Schauen Sie sich das doch einfach mal selbst an. Viel Erfolg, bis zur nächsten Woche.